fest annehmen. Ich hatte mal gegoogelt gehabt. Der griechische Philosoph Platon war tatsächlich Schüler des Sokrates und Aristoteles war der Schüler von Platon. Für alle, die es interessiert. Nochmal so. Artemis, Athena, Mütter und Töchter des Olymps, bitte führt uns in Sicherheit. Wir können niemanden entbehren. Ich bin keiner von denen, aber ich bin Alexios, ein Söldner. Was ist los? Mein Volk schwebt in Gefahr. Wir haben unseren Anführer und unsere Krieger verloren. Nun verschwinden die Jäger. Jäger bleiben manchmal Wochen fort, bevor sie zurückkehren. Was ist mit den anderen passiert? Der Krieg. Der Kampf zwischen Athen und Sparta hat unsere Grenze erreicht. Also zogen die Männer ihre Schwerter. Ich fürchte, die übrigen verlieren wir an die Söhne des Xerxes. Nicht verzagen, Alexios fragen. Ich würde ungern mit dir tauschen. Obwohl Töten meine Spezialität ist und ich Fährten lesen kann. Weißt du Rat? Ich muss mich an die Bewohner wenden. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Keine einfache Frage. Wo würdest du beginnen, müsstest du einen Schritt nach dem anderen vorgehen? Ich kann die Männer nicht zurückbringen oder die Söhne des Xerxes aufhalten. Ich verlange viel, ich weiß. Bringst du sie zurück? Und wenn es nur ihre Knochen sind, wir müssen sie ehren. Ich suche nach den vermissten Jägern. Meine Cousine Agnodike wollte nach ihnen suchen. Doch auch sie kehrte nicht zurück. Ich werde beide finden. Die Jäger und die Cousine. Ein Sturm braut sich zusammen. Das Banditenlager befindet sich im Nordwesten. Bergs von Panas. Finde sie im Lamai. Banditenlager. Ah, hier. Auch ein blinder Adlermann findet mal ein Korn. Hinauf mit uns. Die Sonne blendet. Alexios, verrat uns, was du siehst. Geht doch. Ausweichen! Geschmeidig! Geschmeidig! Auch das sah nicht schlecht aus. Dann wollen wir dich doch mal befreien. Schön die Cousine. Wo sind die Jäger? Kannst du mir verraten, wo die Jäger sind?
Nein? Sprichst du nicht mit mir? Diese Hunde! Verdammte Hunde! Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Du hast überlebt. Das können deine Begleiter nicht von sich behaupten. Das war eine Warnung. Erst die Jäger, dann der Rest des Dorfes. Ich muss die Archon vor den Söhnen des Xerxes und ihren Plänen warnen. Und ich suche sie wegen meiner Bezahlung auf. Ja. Dann lassen wir uns mal bezahlen. Ich habe schlimme Neuigkeiten. Die Söhne des Xerxes planen einen Angriff. Oh, du bist es. Archon, der Söldner bewahrte mich vor dem sicheren Tod. Ach, du bist auch da. Für den doppelten Lohn, wie ich hoffe. Endlich einer, der mit einem Schwert umgehen kann. Seit wir die Söhne des Xerxes in der Nähe des Dorfes gesehen haben, versuche ich, Peri davon zu überzeugen, die Verteidigung zu stärken. Ah, das ist meine Schwester Tia. Sie... sieht sich als Befehlshaberin von Lilaya, solange die Männer fort sind. Dein Mann beschützte uns. Und jemand muss diese Aufgabe nun übernehmen. Hast du gehört, was Agnodike gesagt hat? Wenn wir auf die Hilfe der Götter warten, werden wir sterben. Die einzige Sprache, die die Söhne des Xerxes verstehen, ist Gewalt. Was, wenn ich dich zum Schutz des Dorfes anheuere? Ich tue, was ich kann. Gut. Triff mich bei der Quelle des Kephisos. Ich habe Pläne für die Söhne des Xerxes. Ja, Level up! Level 60 erreicht. Dann... reden wir mal mit Tür. Es ist schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Lilaya ist die Tochter des Kephisos, dem Flussgott. Man sagt, sie lebe in diesen Gewässern. Tia, richtig? Perictione sagte mir, du seist die Befehlshaberin. So wie ich das sehe, scheinen du und deine Schwester nicht auf Augenhöhe zu sein. Peri würde eher ins Gebet vertieft sterben, als meinen Rat anzunehmen. Ich hätte ja auch nur noch eins. Manchmal braucht es eine beruhigende Stimme, die uns sagt, alles wird gut, anstatt uns mit der Realität zu konfrontieren. Und nun warten wir auf die Schlachtbank, ohne etwas zu unternehmen. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten und die anderen hoffentlich auch. Unterrichtest du mich? Deine Schwester sagt, du seist die Befehlshaberin. Sehen wir, ob du wie eine kämpfst. Ich bin bereit. Müssen sie schon kämpfen können? Das war schon mal süß. Ich zeig dir mal, wie das geht. Das macht man so. Die Söhne des Xerxes werden nicht so gütig sein. Nein, es ist eine gute Warnung. Eine, die Peri gebrauchen könnte. Die große Schwester weiß es besser. Klingt, als würde sie dir das Leben schwer machen. Das kann man wohl so sagen. Ich mache die Drecksarbeit und sie ist die Heldin. Nun, du bist die Heldin. Nun bist du die Heldin. Ich kann nur hoffen, diesem Titel gerecht zu werden.
Ich habe zu lange Soldatin gespielt und bin nun die Perseus, während ich mich wie Andromeda fühle. Bitte. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde Andromeda nackt an einen Fels gefesselt. War sie das? Daran werde ich denken, wenn ich den Mythos das nächste Mal zu neuem Leben erwecke. Lilaia hat eine Theater, allerdings keine Kampftradition. Alexos, du Schlingel! Kümmern wir uns um das, was ansteht. Es gibt noch viel zu tun. Du hast recht, aber wo anfangen? Ich muss die anderen für den Krieg ausbilden. Aber wir haben weder Waffen noch Rüstungen und keinen Schmied. Aber seine Tochter ist noch hier. Und was ist mit den Jägern? Wir müssen für Ersatz sorgen. In der Nähe gibt es ein Lager. Vermutlich leben dort die Töchter der Artemis. Sie sind nicht gerade freundlich, also mieden wir sie bislang. Ich erledige das. Immer dasselbe mit dir, Alexos. Zieh dich hoch. Ich soll die Waffen herstellen. Aber keiner fragt, ob ich weiß, wie das geht. Oh, wer bist du? Ein von der Archon angeheuerter Söldner. Oh, deswegen kenne ich dich nicht. Ich bin Metiadusa. Bitte mich jetzt nicht um neue Waffen oder eine neue Rüstung. Keine Sorge, aber der Rest des Dorfes braucht sie. Oh, noch schlimmer. Ich dachte, du wärst die Schmiedin des Dorfes. Warum so zögerlich? Ich bin keine Schmiedin. Mein Vater ist Schmied und mein Bruder sein Lehrling. Ich hole nur das Holz, wenn sie es brauchen. Ach, und jetzt erwartet jeder von mir, dass ich das Dorf bewaffne. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Werkzeuge von Pater müssen hier irgendwo sein. Aber ich brauche Erz. Und selbst dann kommt vielleicht nur Unsinn dabei heraus. Welche Art Erz benötigst du? Im Prinzip würde jede Art funktionieren, aber... Aber? Mein Pater schmiedete für meine Mater einen Dolch aus einem legendären Material. Aphrodites Erz. Klingt merkwürdig, ist aber so. Ich werde Aphrodites Erz besorgen. Das ist aber weit weg, das Erz. So, Phobos, komm. Ich bin auch in keinem Sperrgebiet. Wir gehen Erz suchen. Machen wir mal einen Bogen drumherum. Gucken wir mal den Bachlauf. Auf mit dir. Ein Bär. Na gut, dann halt doch hier runter.
Hinein in die Höhle. Wo ist das Erz? Jetzt weiß ich, warum es Aphrodites Namen trägt. Ja? Mir ist das noch nicht so ganz schlüssig. Zwei von fünf haben wir schon. Drei von fünf. Nicht so schüchtern. Unten? Ein Apfel, ein Löwenfangzahn, ein paar Drachmen, ein gebrauchtes Messer. Aber kein Erz. Nee, habe ich so auch nichts mehr. Zeig dich. Da oben vielleicht. Da oben waren wir noch nicht gucken, glaube ich. Jawohl. Das sollte mit Yarosa eigentlich genügen. Zeit für den Rückweg. So. Mit dem Erz der Aphrodite bewaffnet, machen wir uns mal auf den Rückweg. Hier rufen wir nochmal Phobos. Können wir mal durchreiten? Ja, viele Wölfe und viele Ratten. Braves Tierchen. Können wir hier durch abkürzen?
Ja, gut, hätte ich mir denken können. Phobos, nein! Es tut mir leid. Ja, ich habe es. Fabelhaft. Ich fange gleich an. Wird das für das Dorf ausreichen? Es ist ein guter Anfang. Oh, da fällt mir ein. Ich habe ein Problem. War ja klar. Ich bin allein und muss meine Zeit zwischen Waffen und Rüstung aufteilen. Das dauert aber sehr lange. Es ginge viel schneller, wenn ich nur eins davon tun müsste. Worum soll ich mich kümmern? Waffen oder Rüstung? Waffen. Waffen. Man kann auch ohne Rüstung kämpfen mit Waffen, aber ohne Rüstung mit Fäusten ist schwierig, glaube ich. Mit Waffen können wir keine Banditen töten. Hoffen wir einfach, dass ihre Schützen schlecht sind. Ja, du hast recht. Deine Zuversicht gibt mir Hoffnung. Vielen Dank für deine Hilfe. So eine einfache Rüstung kann man auch improvisieren. Bindet euch einfach ein paar Ratten oder sowas vor. Vor den Latz. Ich werde als nächstes mit den Jägerinnen sprechen. Hier geht's ran. Dann geht's hier hoch. Das ist die ganze Jagdgesellschaft? Lilaya hat nur uns, denn die Söhne des Xerxes haben unsere Männer und Söhne getötet. Du musst der Söldner sein, den Periktione angeheuert hat. Wer bin ich? Wir sind keine von deinen üblichen Schwergewichten, aber wir haben Erfahrung im Töten. Nun, wir können fischen. Wir sind bereit. Hast du alles, was du brauchst? Ja, holt eure Bögen, wir brechen auf. Erzählt mir von Lilaya. Wir sind gesegnet durch das Wasser des Kephisos. Und von Aphrodite selbst, denn sie ist die Quelle der Schönheit. Alle müssen nah am Wasser siedeln. Wir haben es im Überfluss. Mhm. Ihr fischt in den Seen und Flüssen? Hephaestos gibt uns alles, was wir brauchen. Aber nicht genug, um ganz Lilaya zu versorgen. Und darum brauchen wir dich. Gibt es weniger Wild, seit die Söhne des Xerxes hier sind? Wir haben auf Fische und Früchte umgestellt. Das reicht fürs Erste. Tiere schreien nicht und bitten nicht um Gnade wie Menschen. Die Söhne des Xerxes werden sich nicht für sie interessieren. Dennoch geben Tiere Nahrung. Vielleicht ist ihre Zahl geringer, als wir glauben. Sie mögen nicht genug Pfeile besitzen, um die Sonne zu verdunkeln. Doch sie haben genug, um alle Einwohner Lilayas zu durchlöchern. Götter, warum steht ihr? Wir sind da. Hier in der Nähe soll ein Bär leben. Schon jetzt. Bärenhöhle. Wenn ihr gegen Bären kämpft, seid wachsam. Werden sie aggressiv? Wir schießen, hebt eure Ellbogen auf Höhe des Kopfes. Gerade und entspannt. Fallen findet sich nun kurz unter eurem Auge. Atmet beim Abfeuern aus. Zielt immer auf das Auge, mit dem das Fleisch umzutauschen.
Das mach ich mit links. Du hängst da im Felsen. Ich meine ja nur. Sieht sehr unbequem aus. Oh. In der Höhle? Nein, ist auch kein Bär. Sieht Ikarus was? Siehst du denn da? Dann in der Höhle sein, was du da siehst. Hier ist doch nichts. Ist denn unbedingt ein Bär, den wir jagen müssen? Da ist ein Bär. Lauf doch nicht weg. Ach, jetzt laufen die weg. Bleib doch stehen. Ich habe viel vom Bogen gelernt. Ist er doch weggelaufen. Mag uns versorgen, doch Artemis handelt. Lilaia ist ein wunderbarer Ort. Ich bin froh, dass ich dazu beitragen kann, es zu schützen. Danke. Das sollte euch für eine Woche durchbringen. Aber es gibt noch viel, das für Lilaia getan werden muss. Ich habe für die Frauen getan, was ich konnte. Ich sollte zurück zu Perikione. Voll schön.
Das Perchtone. Wir müssen strategisch vorgehen. Die Vorräte zu vernichten ist strategisch. Bei der Suche nach Spieren herumzuirren, ist es nicht. Adlerlegende, wie schön. Du bringst meine Schwester bestimmt zur Vernunft. Die Jagdgesellschaft hat mir erzählt, dass sie feindliche Pfeile an der Grenze zum Dorf gefunden hat. Speer. Sie sollen die Schwächen von Lilias Verteidigung auskundschaften. Und davon gibt es leider genug. Genau das habe ich Peri gesagt. Wir müssen die Späher töten. Selbst wenn wir die Söhne im Kampf besiegen, werden die Späher uns im Schlaf die Kehlen durchschneiden. Wenn alle im Kampf fallen, wird es kein Dorf mehr geben. Agnodike erwähnte feindliche Waffenlager. Wenn es uns gelingt, sie zu zerstören, rauben wir unseren Gegnern die Basis. Wir müssen das jetzt erledigen. Was ist wichtiger? Die Speer oder die Vorräte? Die Vorräte. Wir kümmern uns um die Vorräte. Aber suchen wir zuerst die Festung der Söhne des Xerxes. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich werde gewiss nicht ruhig schlafen können. Bist du bereit? Wir sprechen uns danach. Was sagen die Spartaner nochmal? Mit dem Schild oder auf ihm? Mögen die Götter deine Schritte und dein Schwert leiten. Wirklich noch einmal. Gut, machen wir das noch einmal. Das Lager liegt im Süden der Xerxes-Bucht. Erklär, Banditenlager. Ist zum Glück ein kleines Lager. Dann waren wir schon mal da und müssen es jetzt nicht lange suchen. Ist auch schon mal ein Vorteil. Oh. Das ist die Stelle, wo wir vorhin jagen waren. So, Ikarus. Das ist der richtige Ort. Einmal? Zweimal? Und wo ist? Sind die Waffen? Verrat es mir. Da sind sie. Unterhalb meiner Position. Der wartet auf jemanden, aber ganz bestimmt nicht auf mich. Oh, ein Hund! Wie süß! Oh. Ein Eber. Ich hab es befreit.
Und so dankt es der Elba mir. Den erledigen wir auch mal eben. Bevor der auf ihre Gedanken kommt. Und dann machen wir uns mal ein Zerstören. Hier ist Nummer 2. Ah. Aber durch den Spalt. Und Nummer 3. Das waren alle. Ich muss zurück nach Lilaia. Leila, du, 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 du. Na komm. Trab kehren wir zu Leila zurück. Leilaia. Oh. Holz. Was? Sind wir auch schon wieder im Dorf zurück. Hallo zusammen. Ist doch voll schön. Die Vorräte sind vernichtet. Den Göttern sei Dank. Den Krieg gewinnen wir. Den Krieg vielleicht, aber zu welchem Preis? Man kann uns immer noch des Nachts die Kehlen durchschneiden. Aber ich klinge undankbar. Vielen Dank für alles. Wie weit sind wir? Wir werden angegriffen. Tia und ihre Krieger halten sie auf, aber wir brauchen Verstärkung. Wir sind so weit, wie wir sein können. Los, ich bleibe bei denen, die nicht kämpfen können. Hier entlang, wir stecken an den Felsen fest. Hinterher, auf in den Krieg.
Yay! Wir haben es geschafft. Doch zu welchem Preis? Thea, so ist der Krieg. Es war zwar nicht leicht, aber dennoch leichter, als ich erwartet habe. Die Söhne des Xerxes werden sobald nicht in die Leier einfallen. Aber Kiri ist noch im Dorf. Ich mache mir Sorgen. Gut, dass es vorbei ist. Auch wenn ich nicht in der Gunst der Götter stehe. So schnell bin ich nicht zu töten. Gehen wir zurück nach Lelaya. Ach, ich muss hier folgen. Ich wollte schon vorlaufen. Folgen wir ihr halt. Klingen Zolls da, klingen wir wieder raus. Kiri! Dort drüben. Kiri! Tia, das tut mir leid. Sie waren plötzlich da. Kiri! Nein! Ah! Ah! Wer war das? Speer der Banditen, vermutlich. Sie hatten Bögen und Dolche. Worten kann ich nichts wieder gut machen. Ich hätte bleiben sollen, um sie zu beschützen. Tja. Ich muss an der Kephisos-Quelle zu Hades beten. Vielen Dank für deine Hilfe. Deine Bezahlung erhältst du dort. Das klingt so, als würde sie mich mit meinem. Als hätte ich mit meinem Tod bezahlen. Als erhält ich die Bezahlung durch meinen Tod. So, jetzt habe ich's. Es ist wunderbar, dass es hier jetzt wieder so friedlich ist. Ohne Peri fällt es mir schwer, die Schönheit des Ortes zu sehen. Das schaffe ich nicht. Als ich meine eigene Familie verlor, dachte ich, ich fände nie wieder Frieden. Und hast du? Noch nicht. Jetzt willst du wohl nichts mehr mit mir zu tun haben. Nach allem, was geschehen ist, kann ich einfach nicht. Das verstehe ich. Es ist besser so. Was wirst du jetzt tun? Unsere Archon ist tot. Wir haben keine Anführerin. Also übernehme ich. Du hast das Zeug dazu. Ich danke dir für deine Hilfe. Ja, ein Geschenk. Ein Geschenk und Drachmen. So. Die Statue der Sphinx steht in Boyotien. Ups, das wollte ich nicht. Aber wo in Boyotien? Boyotien ist groß. Vermute mal entweder hier in Theben oder beim Heiligtum der Athener. Was ist das?
Heiligtum der Aphrodite. Ah, ich sollte auch zu Ende lesen. Sie ist im südlichen Teil des Kolpossees. Sie ist in den seltsamen Ruinen. Muss ja dann hier irgendwo sein. Ja, nee, müssen wir erstmal aus dem Gebirge raus. Klonk. Voll vom Baum geritten. Dieses Gebirge. Ja, Holz und Holz. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg zu den beiden Königen. Die uns beauftragt haben, die Schlacht zu gewinnen, die Olympischen Spiele zu gewinnen. Das war die dritte Aufgabe. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Unterwegs sein können wir noch ein, zwei Quests abschließen. So, jetzt können wir Phobos noch mal rufen.
Dann reiten wir einmal drumherum. Halt mal einmal um den See. Labela, Orakelhöhle. Aber keine seltsamen Ruinen, weit und breit. Ja. Ein Visier. Das kann nicht. Ach, das ist das Gebäude, was ich damals vor einigen Folgen gesehen hatte, nicht zuordnen konnte. Was mich neugierig machte, ich bin nie hier gewesen. Funktioniert wohl nur bei Nacht. Ich komme wieder, wenn es dunkel ist. Dann werden wir einmal meditieren. Nein, wir werden nicht die Karte öffnen. Wir werden meditieren.